wieder im Auto und sind auf dem Weg Richtung Marshfield. Das ist etwa 25 Minuten von uns daheim entfernt, weil wir jetzt heute am 10 ab 11 Uhr den Termin haben für unsere erste Covid-Impfung. Und fast 11.11. Fast 11.11. Marcel, seine Zahl. Letzten Freitag haben wir uns online angemeldet für die Impfung und gestern ein SMS gekriegt mit dem Link, um einen Termin auszusuchen. Ja, wir wollten einfach jetzt darum auch dazu einen kleinen Einblick geben, wie das hier abläuft. Ich finde es mega cool, dass sich jeder selber entscheiden kann, ob er sich impfen lässt oder nicht. Und wir haben jetzt uns dafür entschieden. Es ist also hier mega schnell gegangen, um einen Termin abzumachen. Ich glaube, in der Schweiz geht es momentan ein bisschen länger, sind die Wartezeiten noch ein bisschen länger. Mal schauen, ob wir während der Impfung noch wirklich filmen können. Ich glaube es nicht. Meinst du nicht? Top Secret. Und sonst erzählen wir euch dann auf jeden Fall im Nachhinein, wie es war. Ich bin auch in den USA. Wer mir jetzt noch im Auto geimpft? Genau. Wie geil ist denn das? Okay. Schnell gegangen. So from here you guys will just wait 15 minutes in that observation area up there. If you start feeling sick at all, just beep your horn. 1, 2, 3. Make sure those second appointments come through. Drink plenty of water. We'll see you back here in 21 days. Alright. Just gonna toss the time on your windshield and you guys are good to go. Thank you. You too. Und wie fühlst du dich? Vaccinated. Gut. Hast du schlimmer vorgestellt? Das war immer lustig, du kannst wirklich einfach im Auto hocken bleiben und der Schritt zu nehmen. Ich habe eigentlich Angst vor Nadeln, aber das ist jetzt wirklich gar nicht gespürt. Mhm. Ich bezweifle, dass er überhaupt etwas gemacht hat. Please schedule your second dose. Können wir das jetzt machen? Was? Nobel. Wir sind jetzt hier einmal quer über den Parkplatz gefahren. Sie haben uns eben noch gefragt, ob wir Termin haben. Sie haben den Namen und alles kontrolliert. Dann hast du einen Zettel gekriegt zum Ausfüllen. Und dort hinten sind wir geimpft worden. Wir haben das Auto gerne verlassen. Und ja, wir haben jetzt ein Pflasterli auf den Arm gekriegt. Und jetzt müssen wir hier 15 Minuten warten. Dann kriegst du noch die Uhrzeit auf das Auto geschrieben. 11.09. Sind wir geimpft worden. Und eben jetzt nach 15 Minuten kannst du dann einfahren. Und eben er hat einfach noch gesagt, viel trinken und dann einen Termin machen für den zweiten, für die zweite Impfdosis. Wie hast du das Ding gemacht? Das ist ja nur okay. Schwer für dich, Thomas. Du bist eingesunken. Ja, schau mal. Herrlich, da mit dir. Mit Gebiebsen da hinten. Hey! Ich möchte erzählen, wie es dir geht, am Tag nach der Impfung. Mir geht's gut. Ich habe gestern schon das
ziemlich direkt nach der Impfung so ein bisschen Muskelkater gehabt, aber jetzt ist eigentlich alles wieder beim Alten. Mir tut der Arm weh. Aber es ist gut. Im Großen und Ganzen ist es nicht schlimm gewesen. Gar nicht. Ja, jetzt sind wir unterwegs zu Kayla und Jared. Die wohnen da ein bisschen näher Richtung Boston. Und nachher haben wir ein Date mit denen zwei im TD Garden. Und zwar gehen wir heute an ein Celtics Game. Whoop, whoop. Still wicked hot. Wicked hot, look at you. Marcel hat schon geshoppt. Oh, möchtest du an der zuerst noch abziehen? Sehr cool. Das Match würden sie ja schon fast sehen, in deiner Jacke. Ich sehe den Radioaktiv aus. Nein, das nicht kennt. Das ist Baja. Kehle haben wir das gezeigt. Und das kriegt man nur im Taco Bell? Das kriegst du nur im Taco Bell. Das ist vom Mountain Dew, aber es ist anscheinend der Signature Drink vom Taco Bell. Das ist kritisch, oder? Schaut sie da durch. Und das ist der Hammer. Ich bin gespannt. Es ist lustig, dass Baja ausgesprochen wird. Large Mountain Dew Baja Blast. Blast? Hm. Diese Dier haben jetzt einmal zum ersten Mal zu probieren. Das ist wirklich so. Wow. Ich muss sicher noch von den anderen beobachten, wenn du Getränke schiefer bremst. Outing als Tourist? Ja. Richtig. Sorry! Was jetzt? Live testen? Jetzt musst du live testen und zeigen, dass es schmeckt. Und wie ist es? Süß! Ja, aber nachher schmeckt es. Ja, ich hätte wirklich etwas von Pfizers mit Kohlensäure.
Karten kenne, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen. Aber es ist fein. Also so Berry etwas. Ich glaube, so der blaue Zucker-Gummibärli. Das ist vielleicht der blaue Schlange. Ah, ja. So glaube ich. Das schmeckt fein, habe ich.